Nicht hier. Lassen Sie ihn, er hat gleich seinen Auftritt. Nur ein bisschen. Sie haben das selber erwähnt, Sie reden von der Korruption, von der Abhängigkeit politischen Gegners entledigt. Mein Name ist Christoph Franzen. Seit 10 Jahren berichte ich als Korrespondent aus Moskau. Auf die Opposition auswirken. Dieser Auftrag endet bald. Doch bevor ich heimkehre, stelle ich mich noch Herausforderungen abseits der Politik. Jetzt berichte ich von meinen ganz persönlichen Russland-Abenteuern. Ah ja. Und schon gut. Ich bin in der Kulturmetropole Sankt Petersburg. Vor mir liegt eine Aufgabe, die mindestens 3 Nummern zu groß ist. Aber wie sagt meine Frau, Bescheidenheit ist etwas für Pechvögel. Ich will bei der Weihnachtsmesse in einem der besten Chöre der Stadt mitsingen. Ich, der Laie, inmitten von Profis. Ein Freund aus alten Tagen hat mir den Kontakt zum Dirigenten vermittelt. Ich dachte anfänglich, es sei ein kleiner Chor. Jetzt habe ich herausgefunden, es ist ein Chor der Top-Liga. Gleich treffe ich den Dirigenten zum Vorsingen. Das ist wie am ersten Schultag. Vielleicht ist er nicht zu Hause. Seien Sie gegrüßt. Christoph, guten Abend. Sie sprechen Russisch. Ja, mit alpinem Akzent. Freut mich. Kommen Sie rein. Ah, Altbau. Setzen Sie sich. Oh, mir flattern die Nerven. Die Geschichte kennen Sie? Nein. Ah, das ist Roger, der Regisseur. Sehr erfreut. Lev. Freut mich. Entschuldigen Sie, ich spreche leider kein Russisch. Ich hatte immer den Wunsch zu singen. Ich habe jahrelang Konzerttouren organisiert für einen kleinen Chor aus Sankt Petersburg. Da habe ich immer nur zugehört, sicher 50 bis 100 Konzerte. Und da kam der Wunsch auf, einmal wirklich singen zu lernen. Jetzt haben Sie die Chance. Ich kann keine Noten lesen. Dann lernen Sie es. Ich dachte ja, es sei ein kleiner Chor. Klein, klein, ja. Jetzt habe ich herausgefunden, Ihr Chor singt auf höchstem Niveau. Kommen Sie, wir versuchen es einfach mal. Das soll ich nachsingen? Ja, so. Ich kann das nicht. Versuchen Sie es. Ich kann das nicht. Bemühen Sie sich. Auf geht's. Okay, los geht's.
Was soll's? Auf geht's. Schauen Sie, Sie haben es schon bis zur Note D geschafft. Das ist die Grundnote für die Baritonstimme. Ich denke, Sie haben gute Anlagen. Aber Sie sind nicht entwickelt. Verstehen Sie? Ja, ja. Man spürt, dass Sie im Fernsehen professionell sprechen. Komm, versuch's nochmal. Ich glaube, wir brauchen einen Plan B. Er sagt aber nicht nein. Ja, aber der gesunde Menschenverstand. Von dir? Ja, aber ich glaube auch von ihm. Also nicht zwingend. Er hat gesagt, theoretisch sei das schon möglich. Und dann gibt es ja noch Wunderkinder. Ja, aber das bist du nicht. Ich habe ihm gerade erklärt, dass ihr Chor in der Champions League singt. Ich aber bräuchte etwa die vierte Liga, höchstens. Zuerst einmal sollten Sie es versuchen. Zumindest mal ein Lied in der Baritonstimme. Er sagt ein Lied. Oder zwei. Wir werden sehen. Gut, auf geht's. Nicht nur der Chor auf Top-Niveau verunsichert mich. Auch der Ort, wo alles stattfinden soll. Die imposante Isaakskathedrale. Einer der touristischen Hotspots von St. Petersburg. Jeden Tag singt der Chor in wechselnder Zusammensetzung in einem Seitenaltar und begleitet den orthodoxen Gottesdienst. Lev, der Dirigent, hat mich eingeladen, vorbeizukommen. Ich solle mich einfach mal in den Chor reinstellen, um ein Gespür zu bekommen. Ich hoffe bloß, dass die Chormitglieder, alles erfolgreiche, professionelle Sänger, diese Aktion nicht allzu daneben finden. Zufrieden. Es klingt sehr kraftvoll. Hat es Ihnen im Chor gefallen? Ja, natürlich. Denken Sie, es würde Ihnen gelingen, mitzusingen? Ja und nein. Ja, es klingt schon stark, viel zu gut für mich. Wie machen wir jetzt weiter? Darüber müssen wir jetzt nachdenken. Nachdenken, ja. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Doch der Dirigent will die Übung noch nicht abbrechen. Er will mir Noten schicken zum Üben. Auch die Sänger scheinen kein Problem damit zu haben. Im Gegenteil, die Jüngste im Chor hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Ein Glücksfall, denn mich interessiert auch, wie es hinter den Prachtfassaden von St. Petersburg aussieht. Sie wohnt in einer Kommunalka, einer Art WG kommunistischer Prägung. So wohnte ich auch, als ich vor 25 Jahren meine ersten Russland-Erfahrungen machte. Aber es ist schon sehr lange her, seit ich das letzte Mal in einer Kommunalka war. Hey, Daria!
Tatsächlich existiert diese Wohnform in St. Petersburg noch oft. Vor allem im Stadtzentrum, wo die Wohnungen immer teurer werden. Übrigens, auch ein gewisser Wladimir Putin ist in St. Petersburg in einer Kommunalka aufgewachsen. Willkommen. Danke. Nett hier, gemütlich. Aha. Hier ist unser Zimmer. Wir haben Torten für alle mitgebracht. Oh, ich habe auch eine Torte gekauft. Ah, Sie auch. Das macht nichts. Wunderbar. Machen Sie es sich gemütlich. Habt ihr die Wohnung gekauft? Ja, gekauft. Ein Zimmer? Ja. Und einen Balkon. Ihr wollt ihn sicher sehen. Ja, gerne. Oh, wie schön. Direkt am Kanal. Ja. Schön. Ja, klar. Darf ich fragen, wie viel die Wohnung kostet? 1,3 Millionen Rubel. 1,3 Millionen. Das sind in Euro ca. 20.000. Früher waren es 40, jetzt 20. Für dieses Geld bekommt man außerhalb eine ganze Wohnung. Aber hier im Zentrum ist es natürlich viel schöner. Ich finde die Aussicht so schön. Ich musste sie einfach haben. Ich will nur hier leben. Hallo. Alles gut, die Gäste sind schon hier. Das ist mein geliebter Frank Sinatra. Dein Schwarm. Ja, er ist mein absoluter Liebling. Was mögen Sie an ihm? Alles. Sein Charisma, die Stimmlage, die Musikalität, sein ganzes Werk. Er ist ein einmaliger Musiker. Und er ist so schön. Like the beat, beat, beat of the tum-tum, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip. Daria und ihr Ehemann Ivan teilen sich die Kommunalka mit 16 Menschen und einem Dutzend Haustieren. Die Kommunalka hat 12 Zimmer, ein Bad und zwei Küchen. Wir möchten gerne mit Ihnen sprechen. Wir haben doch abgemacht, dass du mich warnst, bevor die Leute kommen. Da hast du mich aber in eine unangenehme Situation gebracht. Schau, wie ich aussehe. Nicht schlimm, alles bestens. Marina wohnt hier seit wann? 86. Da haben wir es. Es ist für uns interessant zu erfahren, wie es zur Sowjetzeit war. Ach, es war genauso wie heute. Hat sich nichts verändert? Nein, bloß ein Badezimmer gab es damals noch nicht. Gab's nicht? Nein. Was war anstelle des Bads? Gar nichts. Und wo hat man geduscht? Hier in der Küche hat man die Kinder gebadet. Wir haben eine kleine Wanne hingestellt und Wasser gekocht, weil es damals nur Kaltes gab. Wir passen uns dem Leben an. Wir finden für jede Situation einen Ausweg. Können Sie uns das Badezimmer zeigen? Es schaut schrecklich aus. Ganz schrecklich. Das macht nichts. Ich hatte früher auch so eines. Ein Badezimmer für alle. Ja, und es ist wirklich schlimm. Man müsste eigentlich einen Helm tragen. Macht nichts. Was ist das da oben? Das ist eine einsturzgefährdete Wohnung. Damit die Leute vom vierten Stock nicht plötzlich in unserer Wanne liegen, haben wir diese Stützen installiert. Da gehst du duschen und plötzlich fängst du den Nachbarn von oben auf. In diesem Badezimmer will man sich nicht lange aufhalten. Deshalb haben wir auch nie eine Schlange vor dem Bad. Ja.
Drei Torten haben wir also. Someday. Von welcher Torte möchten Sie? Egal. Karamell oder Cognac? Ja, dann Cognac. Das ist mein Ehemann. Freut mich. Als ich vor 25 Jahren hier ankam, konnte ich nur einen Satz auf Russisch sprechen. Спасибо за ваше гостеприимство. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Dieser Satz passt auch heute noch. Während Daria noch ausgeht heute Nacht, heißt es für mich vorerst Abschied nehmen von St. Petersburg. Die Noten vom Dirigenten sind noch nicht gekommen. Dafür sind meine Zweifel zurück. Größer denn je. Aber kaum angefangen, kann ich ja nicht schon wieder aufgeben. Zum Glück habe ich zu Hause professionelle Unterstützung. Meine Tochter Maria ist ein Gesangstalent. Sie hat unter anderem mit alten russischen Liedern in einem Talentwettbewerb im russischen Fernsehen für Furore gesorgt. Marias Gesangslehrerin Marina muss mir helfen. Zurück in Moskau, wo ich seit 10 Jahren lebe, treffe ich mich mit ihr. Sie machen aus mir einen Sänger. Einen Sänger. Einen Bariton. Wir werden uns Mühe geben. Maria sagt, ich müsse aus dem Bauch singen und nicht aus dem Kopf. Ja, die Atmung. Genau, aber ich muss bei Null anfangen. Die erste Gesangsstunde meines Lebens. Und das in einem Studio namens Jimi Hendrix. Schon ziemlich absurd, das Ganze. Aber gut. Also, wie lange können Sie einen Ton halten? Das weiß ich nicht. Los, nehmen Sie einen beliebigen Ton und den Laut A oder einen, der Ihnen genehm ist. So. Ja, einfach einen beliebigen Ton. Ich kann sehr lange. Ich habe riesige Lungen. Na, dann zeigen Sie mal. Irgendwie so. Unfassbar. So lange. Das ist sehr lange. Ich habe ein Lungenvolumen wie ein Spitzensportler, sagte einst ein Arzt. Von Natur aus. Können Sie jetzt versuchen, so zu singen, dass der Ton nicht schwankt, also ohne Vibrato? Am besten, Sie machen es an der Wand. Stellen Sie sich vor, Sie würden die Wand bewegen. Ja, mit den Händen dorthin.
Bewegen Sie sie? Ja, ich habe richtig Angst. Aber sie bewegt sich nicht. Man hat das Gefühl, sie haben Angst, sie zu bewegen. Sie müssen sie mehr so wie einen Schrank wegschieben. Jetzt ist er gerade, jetzt ist der Ton richtig. Sie haben richtig dosiert. Wie es Sänger tun. Das machen Sie schon ganz gut. Immerhin etwas. Ja. Sagen Sie, wem haben Sie vorgesungen? Ja, vielleicht kennen Sie ihn. Ich denke eher nicht. Er ist Dirigent. Manchmal auch am Mariinsky-Theater. Als Sie ihm vorgesungen haben, was hat er Ihnen gesagt? Er sagte, ich sei ein Bariton. Da hat er Ihnen aber eine schwierige Aufgabe gegeben. Bariton befindet sich in der Mitte, zwischen der hohen Männerpartie und der ganz tiefen. Ist das schwierig? Das ist die schwierigste Aufgabe. Es ist eben genau zwischendrin. Die höheren und tieferen Stimmen haben Melodien. Das ist einfacher. Für das Dazwischen braucht man ein sehr gutes Ohr. Dass er Ihnen eine solche Aufgabe gegeben hat, bedeutet, dass er entweder sehr stark an Sie glaubt oder aber... Es ist ihm egal. Die Lektion hat mich körperlich geschafft. Aber ich habe viel gelernt und bin motiviert. Doch die Noten sind immer noch nicht gekommen. Vom Dirigenten habe ich seit meinem Vorsingen nichts mehr gehört. Ich habe beruflich in St. Petersburg zu tun. Vielleicht kann ich gleich den Dirigenten kurz treffen. Indes, Lev ist viel beschäftigt und oft unterwegs im In- und Ausland. Auch habe ich Hemmungen, ihn zu stören. Eine unangenehme Situation. Vielleicht will er ja gar nicht mehr, dass ich an Weihnachten mitsinge. Trotzdem, es ist für mich immer wieder eine Freude, in der ehemaligen Hauptstadt zu sein. Willst du auch einen? Ich sage nicht nein. Was für einen? Einen süßen? Früher habe ich immer Shawarma gegessen. Dann hat doch tatsächlich eine Kollegin behauptet, dass da Menschenfleisch drin sein könnte. Man solle es auf keinen Fall auf der Straße essen. Kannst du dir das vorstellen? Das war in den 90ern. Was machen Sie für eine Sendung? Aus der Schweiz, über St. Petersburg. Ah, klasse. Kommen Sie von hier? Ja. Wie gefällt Ihnen die Stadt? Hervorragend. Was ist besonders? Die Schönheit und die Ruhe. Die Ruhe? Besser als in Moskau. Ah, ja, ja. Können wir ein Foto machen? Klar. Aha. Sehr schön. Darf ich fragen, wann Sie geboren sind? 1993. 93? Ernsthaft? 93 bin ich das erste Mal hierher gekommen. Damals, 1993, hatte ich natürlich keine Ahnung, dass ich dereinst als Korrespondent aus dem Riesenreich berichten würde. Ich wollte eigentlich nur 2 Wochen bleiben, etwas Russisch lernen. Ich blieb vorerst für 2 Monate. Das Russland-Virus hatte mich gepackt. Obwohl die Verhältnisse damals kurz nach dem Ende der Sowjetunion äußerst prekär waren. Nicht zu vergleichen mit dem blühenden St. Petersburg von heute. Doch St. Petersburg hatte schon immer eine sehr wechselvolle Geschichte.
Hier an der Mündung der Neva wird vor 300 Jahren Sankt Petersburg gegründet, auf Sumpfland. Peter der Große will den Ostseezugang sichern und mit dem Fenster zum Westen das Russische Reich öffnen. Und so lässt er 1703 die Peter- und Paul-Festung errichten. Doch der unwegsame Grund fordert seinen Tribut. Brände, Überschwemmungen und Epidemien machen den Bau der Stadt zu einem hochgefährlichen Unterfangen. Es heißt, die Stadt sei auf Knochen gebaut. Unter der Herrschaft von Katharina der Großen kommt St. Petersburg Ende des 18. Jahrhunderts zu jener Blüte, für die es noch heute in der ganzen Welt bekannt ist. Doch St. Petersburg ist seit jeher eine Stadt des Aufstandes. Im Februar 1917 wird Zar Nikolai II. Auf Druck der Bevölkerung entmachtet. Doch bereits im Oktober reißen die Bolschewiken unter der Führung Lenins die Macht an sich und besetzen den Winterpalast. Es ist der Beginn des Roten Terrors und eines blutigen Bürgerkriegs. ...1922 dann die Gründung der Sowjetunion. Nach Lenins Tod wird die Stadt 1924 umbenannt. 67 Jahre lang heißt sie nun Leningrad. ...1941 entscheidet die deutsche Wehrmacht, Leningrad auszulöschen. Beinahe 900 Tage lang wird die Stadt systematisch ausgehungert und von fast jeglicher Versorgung abgeschnitten. Rund eine halbe Million Menschen fallen der Leningrader Blockade zum Opfer. St. Petersburg bleibt anfällig für Umbrüche. 1991 fällt der Eiserne Vorhang. Das Ende der Sowjetunion. Und auch Leningrad soll Geschichte sein. Das Volk stimmt ab, die Stadt heißt ab sofort wieder St. Petersburg. Doch der Umschwung setzt der Stadt zu. Sie fällt in ein Machtvakuum. Gewalt, Kriminalität und Armut prägen ihre Straßen. Die hohe Inflation zwingt viele Menschen, ihr Hab und Gut zu verkaufen. So habe ich die Stadt 1993 erlebt. Obwohl noch heute viele Bürger der Stadt in eher ärmlichen Verhältnissen leben, prosperiert die Metropole, in der heute 5 Millionen Menschen wohnen. Es wird gebaut, wie verrückt. Bei Dirigent Lev immer noch Funkstille. Dafür treffe ich Alex, der einzige Sänger im Chor, der noch einen Nebenjob hat. Er ist Immobilienmakler. Heute will er einer Frau und ihrem Sohn eine Einzimmerwohnung verkaufen. Was kostet hier ein Quadratmeter? Fertig ausgebaut, 1600 Euro. Sind Sie das? Guten Abend. Guten Abend. Irina, здравствуйте. Ist das das tolle Viertel, das Sie uns zeigen wollten? Wenn wir es anschauen wollen, müssen wir los, solange es noch hell ist. Los geht's. Schauen Sie sich das Viertel mal an und vergleichen Sie es mit dem, das Sie kennen, in dem Sie selber leben, und mit dem Zentrum. Das ist schon hübsch. Was sind Ihre Eindrücke? Sie sind ja das erste Mal hier. Bunt, angenehm. Es ist ganz ähnlich wie in Europa. Ja, Europa. Ja, ein bisschen wie in Deutschland. Wissen Sie, dieses Viertel heißt Wien. Es ist der österreichischen Hauptstadt nachempfunden. Der österreichischen Hauptstadt.
Das Neubauviertel liegt ca. 50 Minuten vom Zentrum entfernt und soll eine immer größer werdende Mittelschicht ansprechen. Ist die Polizei gleich im Haus? Ja. Im Haus ist eine Polizeistation und Videoüberwachung. Die Polizei kontrolliert die Eingänge und sorgt für Ordnung. Es ist sauber, sicher, modern. Denken Sie darüber nach. Insgesamt gefällt es mir. In einer Musterwohnung will Alex seine Kunden restlos von einem Kauf überzeugen. Ist es schwierig, hier eine Wohnung zu finden? Im Prinzip nein. Man hat eher die Qual der Wahl. Es ist schwierig, sich zu entscheiden, weil es sehr viele Angebote gibt. Mehr Angebot als Nachfrage also? Ja. Wieso gibt es so viele Angebote? Hat man zu viel gebaut oder sind die Nachfragen gesunken? Man hat viel gebaut, als die Wirtschaft rund lief. Jetzt ist die Wirtschaft rückläufig und die Nachfrage ist zurückgegangen. Schauen wir uns die Küche und den Balkon an. Oh, eine schöne große Küche. Schauen Sie. Der Balkon ist oben und unten aus Glas. So haben sie viel Sonnenlicht. Wir denken darüber nach und rufen dann an. Vielen Dank. Morgen telefonieren wir nochmal. Wieso verkaufen Sie Wohnungen und singen nicht nur? Immer nur dasselbe machen darf man nicht. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen bei Tisch und Sie haben nur Torte, Schokolade, Kekse und Tee. Sonst nichts. Wenn die Seele singt, ist das etwas sehr Leckeres, Süßes. Aber wenn das Mittagessen bloß aus Süßigkeiten besteht und es nie Fleisch gibt, nie Gemüse? Das heißt, Makler sein ist das Fleisch. Ja, das ist das Fleisch. Später am Abend erfahre ich, dass Alex die Wohnung verkaufen konnte. Ich bin zurück im Zentrum. Mir ist etwas Peinliches passiert und ich muss den Dirigenten Lev anrufen. Ja, guten Abend, Lev. Hier ist Christoph. Rufe ich nicht zu spät an? Wie geht es Ihnen? Danke für die Noten. Entschuldigen Sie, es gab ein Missverständnis. Ich habe in Ihrer Mail nur das Wort Bariton gelesen. Was weiter unten noch die Noten waren, habe ich vor 3 Wochen übersehen. Ich habe Sie einfach nicht gesehen. Ich wollte Sie fragen, sind Sie morgen am Arbeiten? Ah, Sie fliegen weg. Und wann fliegen Sie weg? Früh? Ah, schon um 7 Uhr morgens. Entschuldigen Sie bitte. Okay, dann bleiben wir in Kontakt. Vielen Dank. Hat er keine Zeit morgen? Er verreist morgen früh. Er hat schon geschlafen. Meine Zeit zum Üben ist eh schon knapp. Durch meinen Fauxpas habe ich 3 Wochen verloren. Und Lev kann mir jetzt auch nicht helfen. Neuer Tag, neues Glück. Daria von der Kommunalka und ihr Ehemann haben spontan zugesagt, mit mir die Noten einzustudieren. Schau, das ist unser Part. Ui. Aha.
Siehst du, das ist Levs Fassung. Die hat er mir geschickt. Stell dir vor, ich sei dein Schüler. Ich verstehe gar nichts. Ich weiß nicht, wo meine Stimme ist. Muss ich den Text lesen oder singen? Er sagte mir, über Bariton. Wo ist der Bariton überhaupt? Das ist Bass. Der Bass teilt sich auf in Bass und Bariton. Denkst du, das kann man lernen, ohne die Noten zu kennen? Nein. Es wird ein langer Weg. Reichen 2 Monate? Ja, natürlich. Wieso blätterst du nicht um? Entschuldigung. Wo bist du? Es ist ein sehr einfacher Part. Einfach? Das Einfachste vom Einfachen. Wenn ich singe, muss ich dann so stehen oder so? Das ergibt sich von selbst. Das ist im Moment unsere kleinste Sorge. Schon gut. Hör mal, das ist schwer mit den Noten. Bitte noch mal. Gefällt es dir? Nein. Ein klares Urteil der jungen Profis. Eigentlich ist Stille Nacht ja ein einfaches Lied. Doch diese ungewohnte Baritonstimme überfordert mich. Aber in Russland habe ich gelernt zu kämpfen. Und als Bergler ist mir eine gewisse Sturheit in die Wiege gelegt. Und so übe ich, wann immer ich neben meinem Korrespondentenjob Zeit finde. Auf dem Weg zu einer Veranstaltung mit Oppositionellen, im Kurzurlaub in den Schweizer Bergen am Polarkreis bei der Einweihung einer Gasfabrik mit Präsident Putin oder zu Hause in Moskau mit meiner Tochter Maria. Jetzt wird sich zeigen, ob Dirigent Lev auch zufrieden ist mit meinen Fortschritten, ob er mich mitsingen lässt. Sehen Sie, es ist gar nicht so schwierig, wie es anfangs schien. Nun ja. Wenn Sie im Chor singen, erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen jetzt sage. Ein Mensch, der in einem Chor singt, kann nicht unglücklich sein. Mag es auch weihnachtliche Milde sein von Lev. Jedenfalls steht meinem Auftritt jetzt nichts mehr im Wege. Es ist der 6. Januar. Heiligabend in Russland, wo man nach dem julianischen Kalender Weihnachten feiert. Nicht einmal in der nördlichsten Millionenmetropole der Welt liegt Schnee. Die Menschen haben frei und sind in Partylaune. Und ich mache mich an die letzten Vorbereitungen.
Hat es sich gelohnt, das Unterfangen? Das Singen? Die ganzen Anstrengungen in den letzten Monaten? Ja. Ich habe ein neues Hobby entdeckt. Ja? Ich hatte ja früher viel mit Sängern zu tun durch die Tourneen, die ich organisierte. Ich habe auch viel mit ihnen gesungen. Aber damals hatte ich den Eindruck, die singen einfach. Und nach ein paar Lektionen merkst du, wie viel dahinter steckt. Auch körperlich. Also einfach körperlich. Die Energie, die man da hineingibt, das ist schon eindrücklich. Also ich rede jetzt groß daher. Aber du spürst, dass du Stimmbänder hast, dass die auch müde werden können. Oder dass du auch eine Muskulatur hast, die man über Jahre trainieren müsste. Aber wenn du dann links und rechts so eine Harmonie hörst, das ist schon schön. Fast wie ein Glockenspiel. Die Lehrerin hat geschrieben. Mal schauen, die Lehrerin. Frohe Weihnachten, ich gratuliere Ihnen. Es wird heute alles gelingen, viel Glück. Schreibt eine Lehrerin. Schön, nicht? Dann hoffen wir, dass sie recht behält. Ja, sie glaubt dran. Das ist unser Motto. Und schon gut. So. Etwa um 23.30 Uhr soll die Weihnachtsmesse beginnen. Genau weiß man das in Russland nie. Ich bin jedenfalls früh genug dran. Oh, jetzt habe ich mich wieder nicht bekreuzigt. Mindestens 2,5 Stunden dauert die Mitternachtsmesse. Das Lied, bei dem ich mitsingen darf, kommt erst ganz am Schluss. Meine Lehrerin gab mir den Rat, mich gut einzusingen. Gar nicht so einfach hier. Nicht hier. Lassen Sie ihn, er hat gleich seinen Auftritt. Nur ein bisschen. Nach knapp 2 Stunden, während der Heiligen Kommunion, eine Pause für die Sänger. Gleich bin ich dran. Vieles hier erinnert mich an eine katholische Messe zu Hause in den Walliser Bergen. Glücklicherweise bekommen die Schweizer Katholiken Hostien und nicht eine rote Flüssigkeit vom selben Löffel gereicht.
singt der Bariton? Pascha singt Bariton. Wie Alexander. Stille Nacht in einem Arrangement von Lev Dunajew. Gratuliere. Danke. Frohe Weihnachten. Danke, Ihnen auch. Vielen Dank, dass ich mitsingen durfte. Es war wundervoll. Mein Traum. Hat alles geklappt? Ich glaube. Ich habe nicht gestört. Sie haben geholfen. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank. Hat es geklappt? Danke. Das müssen Sie beurteilen. Ich habe nichts gehört. Das Wichtigste ist, ich habe nicht gestört. Nein, es war sehr gut. Danke sehr. Daria, frohe Weihnachten. Ich danke Ihnen. Gleichfalls. Ich hoffe, ich habe nicht gestört. Ich bitte Sie. Zu Hause alles in Ordnung? Natürlich. Liebe Grüße an Ihren Mann. Danke, dass Sie mich damals gerettet haben. Der Chor möchte Ihnen das schenken. Eine Tasse mit dem Bild der Isaakskathedrale drauf. Gut verpackt für den Transport. Danke vielmals. Ich werde diese Nacht nie vergessen. So endet mein weihnachtliches Abenteuer mit einem Happy End. Und irgendwie ist diese Geschichte sinnbildlich für meine ganze Zeit in Russland.
ein paar Misstöne. Aber alles in allem wunderschön.